Aber Sie haben den Minister gerettet. Ja. Und wir haben einen der Komplizen von Mr. 47 getötet. Er war nicht allein? Nein. Sie standen in Funkkontakt. Die Autopsie des zweiten Killers beunruhigte uns allerdings. Er war ein Klasse-2-Klon. Klasse 2? Voll funktionsfähige, künstlich gealterte, menschliche Klone. Normalerweise sterben sie nach etwa 18 Monaten. Sagen Sie, gibt es viele menschliche Klone? Das wissen wir nicht genau. Aber in ein paar Jahren gibt es vermutlich Tausende. Warum? Wegen Ihres Präsidenten! Er will das Klonen legalisieren! Stellen Sie sich vor, die heimtückischste Waffe aller Zeiten. Und er will sie legalisieren! Aber die Öffentlichkeit... Vergessen Sie die Öffentlichkeit! Das Klonen ist die Massenvernichtungswaffe. Der Traum jedes Terroristen. Aber die meisten Bürger befürworten das Klonen und... Hoffentlich ändern Sie nach diesem Interview Ihre Meinung. Ob es hilft, wenn Sie wissen, dass 47 Chad Binghams Sohn getötet hat? Was? Wir setzten unseren besten Agenten auf ihn an. Wir waren bereit. Schön, Ihre Stimme zu hören, 47. Wir hatten uns schon Sorgen um Sie gemacht. Ich musste nur eine Kleinigkeit erledigen. Wir haben einen äußerst brisanten Auftrag für Sie, wenn Sie interessiert sind. Mhm. Ja, das bin ich. Schicken Sie mir die Unterlagen. Stimmt mit dem Wasserfall. Raus hier, Mann, sonst gibt's Ärger! Nein, nicht!
Bitte. Ich bin ein wohlhabender Mann. Ich mache Sie reich. Was wollen Sie? Frauen, Autos, Grundstücke. Ich habe alles. Ich kenne eine Menge einflussreiche Leute. Raus hier, Mann, sonst gibt's Ärger!